Wow. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heute auf geheimer Trailcheck-Mission, denn uns haben einige Nachrichten erreicht, dass sich hier ganz schön was verändert haben soll. Und dem werden wir jetzt mal auf den Zahn fühlen und Grund gehen. Ja, dann später gibt es aber noch eine richtig coole Abfahrt, wo wir uns auch sicher sind, wie die ist. Und ja, es ist Herbst, auf den Gipfeln liegt bereits Schnee, in der Sonne ist aber fein warm und es ist deutlich, deutlich weniger los. Von dem her können wir euch nur ans Herz legen, jetzt hierher zu kommen. Wir sind zurück in Italien und als erstes heißt Frühstück schnappen. Wir machen halb-halb, stimmt? Nee, ich mache nicht halb-halb. Ich habe ein Messer zwischen den Zähnen. Mmh. Wir haben das sonst manchmal auf Tour mitgenommen, aber jetzt ist es knallheiß und knusprig. Das ist der Hit. Von gestern, deswegen knusprig. So ein Schmarrn. Richtig genial. Der See sieht im Moment total türkis aus. Das macht wahrscheinlich der Sonneneinstrahlungswinkel. Sieht aber richtig cool aus. Und hier so ziemlich alleine zu fahren, ist natürlich auch was Besonderes. Also auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so warm ist. Alleine? Wie meinst du das jetzt? Ha? Ja, ohne 3 Millionen andere Leute. Ja, da kommt schon. Ja. Aber es ist wirklich fast nichts los. Also richtig cool. Hier blüht noch alles wie im Sommer. Das sind Plastikblumen. In Riva ist gerade Olivenernte und wir hätten keine Ahnung gehabt, wie das gemacht wird. Aber die Maschine schüttelt den Baum, dann fallen die Oliven runter und dann sammeln die einfach mit dem Netz auf. Dass die Glocken läuten. So leer wie jetzt kriegt man es sonst selten. Ein einziges Boot. Obwohl es voll viel Wind hätte. Und oben am Berg liegt schon einiges an Schnee. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier regnet es aus dem Berg. Haben wir gutes Wetter? Ja, perfekt. Wir haben schon gesagt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man hier sein muss. Weil es ist nicht los, es ist aber noch super fein warm. Und ja, einfach episch mit den Gipfeln voller Schnee. Episch am Wochenende und nichts los. Krass, oder? Ja, mega gut. Heute sind wir auch nur mit einem Akku unterwegs. Das heißt, ein bisschen sparen, damit wir nachher im Trail uphill noch genug haben. Jetzt haben wir mal ein Stückchen ausprobiert von der Auffahrt Richtung Prati di Guil im Trail. Wir haben schon gehört, dass sich einiges geändert hat. Was sagst du? Oh mein Gott, jetzt werden schon die Trails an die Fahrradfahrer angepasst. Autobahn. Wo führt das nur hin? Ja, also auf gut Deutsch, wir haben gehört, dass sie den Trail komplett kaputt gemacht haben und also quasi eine einspurige Forststraße draus gemacht haben. Für das, was ich mir vorgestellt habe, finde ich es jetzt sogar okay, muss ich sagen. Also man merkt natürlich, dass sie den aufgeschüttet haben und man kann jetzt alle Kurven, also Alter, wir zumindest ohne Probleme hochfahren, wo ich davor nicht so easy geschafft habe. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Muss ich dich jetzt im Gardasee tauchen oder was ist da los? Also das ist jetzt hier komplett aufgeschütteter Weg und ich kann hier komplett ganz normal mit einem Gravelbike theoretisch hochfahren. Gottes Willen. Also ich mache mir jetzt, glaube ich, mal Slicks drauf, also hier. Reifenwahl, gell? Slicks funktioniert. Also geil. Wartet nur auf die Abfahrt von uns, weil da funktioniert das mit Slicks definitiv nicht mehr. Naja. Also ich finde es gemütlich, ich kann gut hochfahren, aber es ist natürlich generell schade, weil wozu der Eingriff in einen schönen Weg? Vorstraßen gibt es genug. Also ich kenne die nicht. Die hat sich irgendwie verändert. Willst du jetzt greffeln? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es mir aber noch schlimmer vorgestellt. Ja, genau. Das kommt immer drauf an. Sollen wir es betonieren? Also. Ja. Das ist unglaublich. Ja, das ist jetzt eben die Auffahrt. Also man sieht natürlich, dass sie den verändert haben und sehr einfach gemacht. Wir blenden euch mal ein paar mehr Ausschnitte noch ein, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Na, flacher haben sie es zumindest nicht gemacht. Ja, jetzt scheint hier die Sonne ein bisschen rein, dann sieht man es ein bisschen besser. Also hier ist es wirklich, ja, extrem stark hergerichtet worden. Goldene Herbstfarbe.
Voll. Und gleich mega Blick über den See. Oh, gut gemacht. Jetzt sehen wir Schnee, so auf, weiß ich nicht, 1700, 1800 Meter. Also am Stivo zum Beispiel, am Altissimo und natürlich auch am Monte Baldo. Und hinten bei Sirmione sind so ein bisschen die Wölkchen. Und bei uns gibt es Tankstellenessen, oder? Ja, perfektes Tankstellenessen. Ja, auch toll, das ist aber super lecker. Bist du da? Ja. Hier lang, oder? Wow, huh? Ja. Schon geil. Ja, mega, oder? Jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen unten, aber dafür sind wir dem See näher, sieht noch cooler aus. Aber der ist irgendwie so hellblau im Moment, türkis, fast so wie sonst der Tennosee. Wir haben keinen Filter drüber gemacht. Nee, wisst ihr, woran das liegt? Da wäre ich neugierig.
geil. Einer meiner Favorite Cars hier in live. Mega geil. Ein Fiat, was ist das? Panda. Panda. Ja, man merkt, es ist Herbst. Da drüben scheint noch die Sonne in Torbole. Hier ist schon alles im Schatten, leider. Der macht's richtig. Schauen wir, dass wir rüberkommen. Ey, Frau Bitsch, wo ist von drüben? Von drüben oder was, Spätzl? Ey, Frau Bitsch, nochmal. Ja, jetzt schreit für uns aber erstmal noch der Trail. Finale Trail gibt es trotzdem. Im Süden fällt es ja generell immer ein bisschen besser aus. Aber wir haben jetzt auch den perfekten Aufblick da drauf. Mega gut. Und als romantische Steigerung fährt noch das Schild. Richtung Sonnenuntergang. Zeit zum Wellnessen. Ich gehe jetzt kochen. Oh ja. Ja, muss kochen. Das stimmt. Der Mozzarella ist geplatzt, oder wie? Yep. Oh no. That was a crash with your bike. Not so very good. Ich koche!